Moin, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Sektor RP mit der guten alten Liv. Hallihallo, Hallöchen. Was geht's? So. Ach Gott. Also wir hatten gestern ja noch, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, es war mal Zeit für zumindest eine ganz kleine Charakterentwicklung von Liv. Und nach dem Motto, okay, sie hat jetzt eingesehen, dass sie immer nur das Negative sieht und vielleicht mal ein bisschen was Positives sehen muss. Nachdem wir ja, also gestern... Vorgestern und gestern Deep Talk RP mit Ellen hatten, dann vorgestern und gestern Deep Talk RP mit Owen und jetzt auch noch gestern Deep Talk RP mit Daniel, war es einfach mal Zeit, dass Liv vielleicht so ein bisschen einsichtig ist nach dem Motto, okay, scheiße, ich sehe tatsächlich nur das Negative, vielleicht muss ich das mal ändern und vielleicht muss ich Leute doch mal an mich ranlassen. Ja? Ich glaube, das hat Liv dann gestern so ein bisschen gelernt. Das heißt, so eine kleine Charakterentwicklung haben wir schon durchlebt. Dadurch, dass wirklich sich seit 2 Tagen Leute sehr viel Zeit für sehr viel Deep Talk RP mit Liv nehmen, müssten wir vielleicht auch mal ein bisschen was zurückgeben, wa? Können wir nicht mehr ganz so sturköpfig sein. Und hallo, ihr Lieben. Hallo Prisma, Muku, Tom, Prisma, Doppelprisma. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. So. Ist das Geschenk von Daniel nicht hübsch? Ist toll, oder? Daniel hat uns gestern eine Boxershort geschenkt. Ist die nicht toll? Gott, ich musste so lachen. Es war so großartig. Schön. Lieber alles daran. Ich würde am liebsten so zur Arbeit gehen, bin ganz ehrlich. Wir hatten die Jeans an, ne? Auch, glaube ich, mal ein paar Klamotten hier. Wenn das so weitergeht. Und die schwarzen Schuhe, die komplett schwarzen. Wieder. Nee. Ne? Doch. Das sind die einzigen schwarzen Schuhe, die wir haben, ne? Doch die. Perfekt. Kette hatten wir, glaube ich, wieder diese hier an. Und das hier. Glaube ich. Oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, jetzt ist gut. Mir fehlen auch die letzten 3 Stunden von gestern. War da noch was Wichtiges? Ja. Da war ganz viel Wichtiges mit Daniel. Hallo Moni, ich trinke was. Tatsächlich so die letzten 3 Stunden waren so Deep Cringe Talk RP mit Daniel. Und wir haben eine Boxershot geschenkt bekommen. Auch wichtig. Wird jetzt in Ehren gehalten. Ehre. So. Kann ich. Oh, geil. Erstmal ein O-Saft zum Frühstück. Mega. Und ein Blechteil. Wichtig. Warte, was? Hier gerade irgendwo Della Noir gelesen? Della Noir Single Malt. Aha. Della Noir Single Malt. Und vielleicht dürfen wir uns noch ein Sandwich nehmen. Sandwich und eine O-Saft. Ich glaube, das ist okay. Ach, scheiße. Ach ja, wir haben hier die 20... Ach Gott, wir haben hier die 20... Oh nein. Die 20 Sachen Alkohol einfach einstecken. Hilfe. Oh Gott. Ja, genau. So ein schön Della Noir. Single Mall zum Frühstück. Schön. Finde ich auch gut, Dead Brain. Hallöchen. Der Sandwich haut aber rein. Mega. Mega. Nein. O-Saft. Ich muss nach Hause, muss ich ganzen Alkohol loswerden, mein Gott. Ganzes Inventar voll mit Alkohol. Wie schwer sind eigentlich die Klamotten, die wir die ganze Zeit mit rumschleppen? Irgendwann müssen wir ja wahrscheinlich doch mal den Kleiderschrank benutzen. Bemühen. Warte mal. Aus Schottland. Warte mal, wo steht denn gleich noch? Warte mal. Wo steht denn gleich noch? Wie viel? Wie mit. Warte. Wo stand denn das? Ach hier, Inventar. 33 von 60. Uff, ja, okay. Wenn wir den Alkohol noch wegmachen, dann sind wir vielleicht bei 30 von 60, aber 30 Kilo Klamotten mitschleppen. Schon nicht schlecht. Ach ja. Da war ja was. Ich habe kein Auto hier. Ach ja. Ist ja nicht weit von hier, oder? Bis nach Hause? Easy. Das laufen wir. Gar kein Problem. Ich habe zu Hause auch kein Auto stehen. Verdammt. Gibt es Zeugen, die auch sagen können, dass McLean die beiden anderen angewiesen hat, ihre Aussage zu verweigern? Eventuell. Stimmt, das kann nur ich bezeugen, ne? Stimmt, da hat er recht.
Das ist kacke. Vielleicht lassen wir es einfach komplett weg. Scheiß auf die Nötigung. Stimmt. Nee, das ist kacke. Nee, das lassen wir weg. Oh, so. Jonathan Calvert, hallo Frau Sain. Ich wollte fragen, wie viel Uhr wir uns wegen der Verhandlung treffen wollen. Ich glaube, er meint den Deal, nicht die Verhandlung. Ja, 30 Kilogramm, easy, joggen am besten noch. Ja, na easy, Dead Brain, easy. Ne, es gibt auch diese Gewichtswesten, die Leute extra anlegen. Wir legen halt ein paar mehr Kleidungsstücke an. Vectre hier, I come. Okay. Stimmt, wir lassen das mit der Nötigung einfach weg. Scheiß auf die fucking Nötigung, Mann. Kann keiner beweisen, außer ich. Who cares? Connor hatte ich geschrieben, dass wir dringend reden müssen. Oh, der ist da. Hat nicht geantwortet. Guten Morgen. Guten Morgen, Dr. Connor. Ich hatte Ihnen eine SMS geschrieben. Haben Sie die schon gelesen? Eben gerade. Ach, eben gerade. Ja, wunderbar. Genau, ich würde nochmal die Zeugenaussage quasi so ein bisschen durchgehen, ne, dass Sie auch so ein bisschen einen Refresher kriegen. Es ist ja jetzt doch ein bisschen her. Und sich so ein bisschen darauf hinweisen, was wir unbedingt gerne von Ihnen hören wollen. Damit Sie verstehen, was ich meine. Natürlich. Wir waren schon beim Du, Entschuldigung. Du, Connor. Genau. Ja. Wollen wir uns dafür treffen? Oder per Telefon? Können wir gerne tun. Nee, sowas lieber persönlich, denke ich, ist besser. Also gegen 18 Uhr, glaube ich, bin ich in der Lage, irgendwo hinzufahren, weil ich muss erstmal wohin laufen, wo ich hinfahren kann. Also ist auch egal. ist schwierig. So gegen 18 Uhr im MD, oder? MD haben wir, kriegen wir keine Ruhe. Wenn ich im MD bin, dann finden wir da keine Ruhe. Besser wäre irgendwie. Ja, dann im PO. Also im DOT. Oder in der Gemeinschaftspraxis, wird mir gerade vorgeschlagen. Oder in der Gemeinschaftspraxis, dann müsstest du mir aber sagen, wo die ist. Die ist Spanish Avenue, das ist 7032, also unterhalb von 7032. Spanish Avenue? 7019. Ja, okay, wollte gerade sagen, da gibt es keine Spanish Avenue. Ah ja. Ja, dann finde ich das bestimmt. Dann 18 Uhr da. Genau, so machen wir das, alles klar. Perfekt, super. Vielen Dank, ciao. Hey, ciao. Davia noch auf den Stand bringen. Liegt. Und Günther Günstig. Den vielleicht einfach kurz vor der Verhandlung, weil der auch der Erste sein wird. Perfekt. Mr. Günstig. Zane hier. Ist der günstig? Ah, Entschuldigung. Ah, jetzt. Ja, ich hab's gerade. Ja. Alles gut. Ja, passiert manchmal so ein Frosch im Hals. Ich habe das Handy falsch rumgehalten. Ich habe in den Lautsprecher geredet. Oh Gott, sagen Sie das heute nicht. Sagen Sie das heute nicht vor Gericht, bitte, dass Sie das Handy falsch rumhalten manchmal. Das passiert doch jedem Mal. Sagen Sie mir doch nichts, Alter. Ja, günstig. Es geht darum. Sie werden mit als einer der ersten Zeugen wahrscheinlich drankommen. Wir werden wahrscheinlich erst den Angeklagten hören, McLean, und danach Sie. Das heißt, Sie können sich mal so gegen 20, 30 ungefähr einstellen, dass Sie dann als Zeuge ungefähr geladen werden. Und ich würde gerne vorher nochmal mit Ihnen über Ihre Aussage sprechen, damit Sie so ein bisschen Refresher kriegen, weil es ist ja jetzt doch ein paar Tage her, dass ich Ihnen quasi Ihre Aussage nochmal vorlese, Sie mir sagen, ob das alles noch so passt oder ob Ihnen doch was anderes eingefallen ist und worauf ich quasi gerne hinaus möchte in Ihrer Aussage. Na, dass Sie so ein bisschen eine Ahnung haben. Könnten Sie dafür ein bisschen früher kommen oder wie wollen wir das machen? Okay. Ja, wann soll ich denn dann kommen, ist die Frage, also... Ja, das wäre die Sache. Also ich bin jetzt gerade am Wochenmarkt. Ja, nee, jetzt gerade, also ich bin ab 18 Uhr einen Termin. Ja. Höchstens so 18.30 oder so. Sind Sie dann auch noch am Wochenmarkt? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, sehr wahrscheinlich schon. Dann, sonst Herr Günstig, ja, oder? Ja, oder ich wollte gerade sagen, oder ich komme mit 18.30 oder so 18.20 am Wochenmarkt vorbei. Ja, können Sie gerne machen. Ist der noch in Sandy Shores an dem Flugfeld da oder wo ist das? Nein. Kennen Sie den Gebrauchtwagenhändler am Hafen? Auf gar keinen Fall. Ja, okay. Sie müssen an den Hafen, wenn Sie Ihre Faltkarte aufmachen, bei 3605. 3605. Place, ja? Okay, gut. Place, da heißt die Straße. Richtig, großartig. Ja, ja, dann versuche ich da hinzukommen und Sie zu finden, ja? Machen wir es so, Herr Günstig. Genau, super. Bis später, ciao. Ich stehe ganz weit vorne. Gut, bis dann. Wo bin ich? Oui, Frau Sain. Flavia, Hallöchen. Hallöchen. Hast du demnächst irgendwie so gegen... Pasch, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. Vielleicht so in 10 Minuten oder so Zeit, damit wir nochmal über deine Aussage sprechen können.
Wii können wir machen. Wii. Soll ich zur Kanzlei kommen? Wii. Perfekt, dann komme ich, sobald ich kann, zur Kanzlei, falls ich mein Auto finde. Okay. Alles klar. Ciao. Ach Gott, scheiße. Okay. Oakley, günstig. Bella Cruz haben wir. Wir haben gestern schon mit Danny über seine Aussage gesprochen. Den muss ich jetzt nicht nochmal anquatschen. Und mit Sinclair habe ich auch schon gesprochen. Ich krieg das hoffentlich hin. Okay, dann haben wir alle. Also, erst zu Flavia. Dann zu Connor in die Praxis. Und dann zum Wochenmarkt. Günstig. Okay, krieg hin. Krieg hin. Krieg hin. Hallo Feldbetze, hallo Mindermon und Derion Minster. Hallöchen. Ich will immer Minister sagen, aber da steht Minster. Ich bin immer kurz davor. Ich korrigiere mich selbst. Jetzt haben wir telefoniert, jetzt können wir auch hier, ne? Und natürlich immer Kopfhörer dabei. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Nochmal richtig gute Musik hören jetzt hier. Und da wieder was Neues. Es gibt richtig viel Neues. Oh nein, Heribert Bayless. Oh nein, ich kann nicht mehr. Ich würde sagen, wir hören nochmal hier die Riot Dogs. Die waren echt super. Das war echt cool, das Lied. Macht Spaß, das Lied. Let's go. Okay, Derion. Ist okay. Ich komm mit Bike durch die City und ich bin der Bonnie. Wenn du mich stresst, werd ich zum echten Ronny. Ich zeig mein Bizeps und spann ihn an. Und ich zeig dir, was ich kann. Ich spiel Nutella auf die Butter. Und danach besuch ich deine Mutter. Ich bin ein richtig krasser Typ, aber weißt du, was ich am meisten lieb? Meine Typen. Wir sind Riot Dogs, baby. Wir sind Riot Dogs, baby. Und wir fahren durch deine Stadt. Guten Morgen, Los Santos. Ja, du Scheiß. Ich komm mit Sid und Peter White. Ja, und der Donny ist dabei. Und wie immer sind die alle ziemlich breit. Oh. Nur der Thorsten hat ne Durchsicht und der Tamu hat ne Durchsicht und der Bonny hat ne Durchsicht und der Mille hat ne Durchsicht und der Donny hat ne Durchsicht und der Sid, er ist auch noch dabei. Wir sind Riot Dogs, baby. Mega geil, Mann. Wir sind Riot Dogs, baby. Und wir fahren durch deine Stadt. Dogs, baby. Guck mal, Buffalo SDX, ist ja toll. Dogs, baby. Ganz schön hässlich getuned. Schön. Dogs, baby. Und wir fahren durch deine Wir sind Riot Dogs, baby. Wir sind Riot Dogs, baby. Wir sind Riot Dogs, baby. Und wir fahren durch deine Stadt. Wir sind Riot Dogs, baby. Das liebt man. Ja, da ist was. So, neu. Let's go. Oh nein. Ah, das ist aber traurig mit der Mon. Oh Gott. Jetzt musst du uns natürlich die dümmste Art und Weise auch noch verraten. Wieder mein Zimmer toll. Lass alles brennen wie ein Feuerzeug. Denn dieser Song hier ist mein Therapeut. Lach immer noch. Denn dieses Leben wie ein Polaroid. Spiel wieder, toll, wieder mein Zimmer toll. Lass alles brennen wie ein Feuerzeug. Denn dieser Song hier ist mein Therapeut.
mach mein Ding schon wie immer. Verliere ich eine Wimper, wünsch ich mir dann etwas. Komm und halt mal deine Warte mal, den kenn ich doch. Denn du bist kein Rapper. Jeder macht auf groß, doch kann dann am Ende gar nichts. Du hast mein Song und meine Message, raub dir deinen Atem. Du kannst dich das Joker? Die Zahlen, die ich droppe, stark sind. Das liegt daran, dass ich im Leben viel zu oft am Arsch bin. Kenn ich doch aus letzter Season. Ist das Joker? Hat aber was. Echt geil. Kurz, aber knackig und gut. Oh nein. Leute, ich kann auch immer nicht... Ach Gott, ich hasse Telefon. Jo. Ja, wir müssen doch einmal noch mal ein bisschen doch das im DOJ machen. Okay. Weil was passiert? Camila hat noch nebenher einen Termin in der Praxis. Ach so, okay. Also da finden wir auch keine Ruhe. Also jetzt ist das Problem, okay. Da hampeln dann jede Menge Feuerwehrleute drumherum und machen erst Hilfekurs da. Nee, dann machen wir der DOJ, dann stellen wir uns draußen einfach auf den Platz, dann haben wir frische Luft und dann ist gut. Ja, genau. Alles vielleicht werden wir hoffentlich nicht entführt. Okay, ja, super. Ja, bis später, Connor. Alles klar, ciao. Sven, gleich geschafft, bis zum Auto. Ach, das ist das, was wir schon gelesen haben, oder? Gehört Santos, haben, oder? Grüße. Ja. Mehr auf gar keinen Fall. Krischi, vielen Dank für den Follow. Diamond featuring der... Warte mal, hier mit dem Opa, das war auch Joker, oder was? Geil, Alter. Mit Chris Play. Das ist ja mega nice. Mit der Frisur kann ich leider nicht headbangen. Schade. Weltwetter, das haben wir schon gehört. Auf Wien. Wir hören uns das nicht nochmal an. Einmal reicht, danke. Einmal reicht. Wollt sich bessern am Kronleiter? Ja. Ja. Und du bist ein Eins, na klar. Und hast zwei bei der Eins gewürfelt. Großartig. Und dann erschlagen vom Kronleuchter. Großartig. Sehr gut. 2x1 ist not bad. Also es ist das Schlechteste, was passieren kann, aber es ist not bad, ne? Vom Kronleuchter erschlagen. Schön. Der arme Zwerg. Alles Keks. Ich habe mich gar nicht umgezogen, fällt mir gerade ein, aber ich habe auch keine Zeit zum Umziehen jetzt. Später umziehen. Guten Tag. Hallöchen. Hallo. Hat der einen ausgenüchtert? Nein. Nein. Oh Gott, Jade. Oh. Oh Gott. Das ist alles. Oh. War eine super Party.
Also die Party war gut. Ich erinnere mich eigentlich nur noch an relativ viele Männerärsche, aber danach hört es auf, muss ich zugeben. Ja, ich auch. Ja. Also ich erinnere mich auch an Männerärsche und ich erinnere mich an Männer, die getanzt haben und... Mhm. Oh. Ja, aber eine gute Party. Ja, definitiv. Flavia, wollen wir ganz kurz? Away. 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 Das sagt away, nämlich away. Mr. Wyong auch immer, deswegen habe ich mir das jetzt angewöhnt. Away. Wir können uns auch, warte, wir gehen in das coole Büro hin. Wir können uns auch überhaupt keine Leute beobachten. No, no. Ich finde es auch manchmal nur sehr lustig, wenn Leute da draußen stehen und winken die uns ein. Ja, ist doch schön. Aber wenn man was Ernstes zu besprechen hat, ist das unangebracht. Produktiv. Verstehe schon. So, pass auf, Flavia. Ich werde dir deine Aussage erstmal nochmal vorlesen. Und dann sage ich dir auch, worauf wir hinaus möchten. Und dann weißt du überhaupt nicht wieder, was du sagen möchtest vor Gericht. So. Wo ist ich weiß, ich hatte, glaube ich, noch was von. Also, war ja oben, wollte in den Pool springen, hatte die da gesehen. Genau. Und dann runter, dann fing das Hagelschuss links an. Also, deine Aussage lautet: Ich habe Mr. Calvert auf dem Dach erkannt und gesehen, wie er geschossen hat. Wir wurden nicht gewarnt. Keiner von denen hat irgendwas gesagt. Ich konnte ihn erkennen, da wir zwischendurch auf dem Dach waren, um da immer wieder in den Pool zu springen. Ich habe sie gesehen, aber mir erstmal nichts gedacht. Als wir dann runtergesprungen waren, kam plötzlich von denen der Kugelhagel. Das ist die Aussage, die ich von dir aufgenommen hatte. Oi. An dem Tag. Wie du gerade selber schon gesagt hast, was uns wichtig ist. Du sagst, warum du den erkannt hast, den Mr. Calvert. Ja, du erkennst ihn dann auf der Anklagebank auch wieder. Du sagst, das ist der Herr da hinten mit diesem Schnörkelbart, bla bla bla. Den habe ich definitiv auf dem Dach gesehen, da war er nicht maskiert. Na, dann, warum du dich nichts gesagt hast, warum du erstmal nichts gedacht hast. Ja. Weil da halt auch noch andere oben auf dem Dach waren. Genau, wohl. Wer war da noch mit? Also ein anderer noch wahrscheinlich? Ein anderer war von denen noch. Und der Trickster. Oh ja, und der Trickster. Genau. So, was ganz, ganz wichtig ist, ne, ich werde es natürlich durch die Fragen auch möglichst lenken, aber worauf du unbedingt achten musst, ist, dass definitiv klar wird, erstens, dass du ihn erkannt hast, weil er da noch keine Maske auf hat. Zweitens, dass dieser Trickster und du, alle beide, von diesem Dach runter sind, bevor die Kugeln fielen. Cool. Das ist ganz wichtig klarzustellen, ja? Damit es nicht irgendwie heißen kann, ja, das kann ja auch von dem Trickster angefangen haben, der dann auf die geschossen hat oder so. Es kann nicht sein, weil ihr wart schon unten und dann fiel erst der erste Schuss. Mhm. Ja? Genau. Das ist wichtig. Und weißt du noch, ob der erste Schuss tatsächlich von diesem Dach kam, wo du dann runtergesprungen bist? Oder kam der vielleicht sogar von woanders? Ich weiß tatsächlich nicht mehr, aber das ging auf einmal, ich habe nur irgendwas von oben an mir zum Vorbeizischen hören, aber ich weiß ja nicht, ob zwischendurch wieder jemand nach oben geklettert ist oder nicht. Ja, alles gut. Weil Angel war tatsächlich derjenige, der mich noch gewarnt hat, dass ich halt wieder runter soll von dem Dach. Weil er halt die schon gesehen hatte. Genau. Wie gesagt, es ist halt nur wichtig, ja, okay, es ist total okay, dass du mit mehreren da oben standest und dass da noch andere waren, außer die beiden Angeklagten. Das ist total okay, das darfst du gerne sagen, wenn du danach gefragt wirst. Aber du musst halt definitiv rausstellen, dass ihr alle runter wart und nur noch die beiden Angeklagten oben waren, als dann irgendwann der Kugelhagel losging. Was danach passiert ist, weißt du natürlich nicht. Das ist klar. Ja, da war ich ja, lag ich ja schön auf der Mülltonne drauf. Na je, ist auch so zu Boden gegangen, ja? Ui, man hat mich von der Mülltonne wieder aufgekreist. Ach, scheiße. Oh Mann. Okay. Ja, mehr wollen wir tatsächlich eigentlich gar nicht von dir, weil die Hauptaussage, wie das alles abgelaufen ist, werden wir von jemand anderen haben. Das heißt, du bist quasi nur ergänzend da, um wirklich auch bestätigen zu können, dass die ersten Schüsse vom Dach fielen und da kein anderer mehr drauf war. Darum geht's quasi. Nur quasi, dass wir dann soll ich sagen, dass, wie ich das sowieso schon nachzählt hat, plus dass wir runter waren. Definitiv, ja. Wo die ersten Schüsse fielen. Genau. Alles klar. Ja. Nur, dass wir uns da halt einig sind, weil wir hatten es schon mal, dass eine Zeugin dann plötzlich was ganz anderes ausgesagt hat, als sie uns zu Protokoll gegeben hat. Deswegen, war das zufälligerweise das mit Ray und Dingens? Ja, zufälligerweise war das mit Ray und Corrigan. Ja, absolut richtig. Ui, da dachte ich so, warum sagst du das denn jetzt? Ja, ja, naja, gut. Das ist doch nur zu ihren Lasten und dadurch hat sie dann ja auch kein Geld wieder mit rausbekommen. Ja. Na gut. Perfekt. Dann war es das tatsächlich schon. Ja, dann freue ich mich mehr oder weniger noch. Wie gesagt, ab 20 Uhr bereithalten, du wirst nicht die Erste sein. Well. Wir werden dich einfach anrufen, wenn du vorbeikommen sollst, ja? Mm. Okay, super. Bei mir geht's wenigstens noch super, im Gegensatz zu den anderen. Also ich weiß, Wanda geht das leicht beschießen und Jade auch. Ist, du meinst wegen der Party gestern? Well. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo. Oh Gott.
Warte mal, Jason, du warst gestern gar nicht da, oder? Warst du da? Nein. Ach, Jason, wir drücken auch die ganze Zeit in die Wunde rein. Ich muss ins Ausland. Jason, du warst nicht da, du hast alles verpasst. Ja, ich weiß. War wundervoll. Ich lade Jason einfach nächstes Mal. Wir machen das einfach nochmal und dann lade ich ihn, machen wir in einem Dachbad hier oben. Ich spiele mit dem Batman. Ja, voll gut. Was? Sie machen wie Batman. Okay. Weil wir eigentlich Batman sind zusammen. Also sie ist Bat und ich bin Man. Das passt gut. Ja gut, ich muss auch los, ne? Ciao. Bis später. Bis später. Ich bin Ben. Sie ist Ben und ich bin Ben. Zusammen sind wir Batman. Ja, nee, ist klar. Oh Gott, vielleicht hat er doch auch was getrunken. Ich hoffe, die sind alle nüchtern bis dahin, ey. So. DOJ für Connor und danach Wochenmarkt für Schnuppenduppen. Ja, hier bist du DOJ. Oh, Entschuldigung. Wahrscheinlich nicht den schnellsten Weg, aber ich werde da ja wohl irgendwie hin. Ja? So, jetzt hören wir nochmal Riot Dogs, weil es einfach gut ist. Schaffe ich es noch, mich umzuziehen in 9 Minuten? Ich schaffe es noch, mich umzuziehen in 9 Minuten. Hallo, nach Hose. Let's go. Ich komm mit Bike durch die City und ich bin der Bonnie. Wenn du mich stresst, werd ich zum echten Ronny. Ich zeig mein Bizeps und spann. Oleg, habe ich dich gestern wirklich getroffen? Warst du das? Was ich kann. Kann nicht sein. Ich spiel Nutella auf die Butter. Und danach besuch ich deine Mutter. Ich bin ein richtig krasser Typ, aber weißt du, was ich hab? Ich muss wissen. Oh nein, ey. Als ob Simi und Oleg da zusammen rumhängen. Ich raste aus, wirklich. Schön. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Die Halborkan war dann wohl etwas grob. Sehr gut. Ja, du Scheiß. Ich komm mit Sid und Peter White. Ja, und der Donny ist dabei. Und wie immer sind die alle ziemlich breit. Oh, nur der Thorsten hat ne Durchsicht. Und der Kamu hat ne Durchsicht. Und der Ronny hat ne Durchsicht. Und der Peter. Wow, Oleg, wow. Willst du schon wieder das machen, was du mit Harriet gemacht hast? Okay, okay. Wir sind Riot Dogs, Baby. Der Char ist anders, ich freue mich drauf. Nachdem man den ersten Kontakt hatte, sieht man sich ja ständig wieder. Es ist halt einfach so. Wir sind Riot Dogs, Baby. Hat sie mal an? Die Bahn ist es. Die Bahn. 23, nicht so. Dann ziehen wir. Wir sind Riot Dogs, Baby. Riot Dogs, Baby. Sorry, Oleg. Ich hatte für dich selten Zeit, verfiel im Selbstmitleid, immer derselbe Streit. Wieso, weshalb mich sehen, eine Seltenheit. Letztes Date vorbei, doch hab damit nur bezweckt, dass unsere Welt sich teilt. Eiskalt, abweisend und distanziert. Kein Halt, abschweifend und irritiert. Und ich weiß nicht, mal warum Frau Zane niemals hochrangige Schuhe trägt bei der Arbeit, ne? Dass sie schnell irgendwo wegrennen kann. Auf dem Weg und davon. Mittlerweile bin ich auch aus meinem Käfig gekommen. Bin viel zu lang, blind in die falsche Richtung geschwommen. Rennen viel zu wichtig, Herr Staatsanwalt. Hab meine Umgebung nicht wahrgenommen. Eine Haie jetzt bei der Arbeit. Hatte mein Leben nicht in der Hand. Und ja, es ist zu spät, um die Dinge zu drehen. Ja, du bist weg, weit weg. Vom Winde verweht, ja, die Erinnerung bringt. Komm nicht drüber in Wald. Spann meine Flügel, doch lande im Draht. Es gibt die eine, die ich brauche. Ohne sie fall
falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze zieh. Oh yeah! Ich weiß es doch auch nicht. Ohne dich bin ich einfach nur noch traurig. Ohne dich sitz ich gar kein Problem. Zu Hause. Bitch, ich kann jetzt nicht. Connor ist wahrscheinlich schon da. Ich fahre gerade. Die eine, die ich brauche. Ohne sie falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze zieh. Oh yeah! Ich weiß es doch auch nicht. Ohne dich bin ich einfach nur noch traurig. Ohne dich sitz ich einsam zu Hause. Ohne so wichtig? Aha, aha, dachte, wie kann ich das schaffen? Was? Wollte man leider. Wegrennen, habe ich gesagt. Wegrennen ist zu wichtig als Staatsanwalt. Deswegen keine hochhackigen Schuhe. Hast du verstanden? Keiner gesehen. Meine Fehler, ich gebe sie zu. Back in the days, mein Trainingsanzug. Wisches Werk, das Tränentattoo. Das, was ich brauch, bist du. Doch, ich bin auf dem Pfad zu mir selbst. Ich kann dich nicht glücklich machen. Bin ich es für mich noch nicht einmal selbst. Nee, wegrennen ist zu wichtig, Herr Schatzarbeit. Doch Vergangenes muss enden. Die Zukunft in meinen Händen. Keine Zeit, um sie zu verschwenden. Das sind der Hass und die Ängste, gegen die wir hier kämpfen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn das Blatt kann sich jederzeit enden. Wer wäre ich schon, würde ich nicht einmal drüber reden. Doch war das ein Schuss ins Leere, sieht man sich halt im nächsten Leben. Es gibt die eine, die ich brauche. Ohne sie falle ich auf die Schnauze. Sie gab mir die Kraft und Energie, damit ich irgendwo meine Grenze zieh. Oh yeah! Ich weiß es doch auch nicht. Ohne dich bin ich einfach nur noch traurig. Ohne dich sitz ich einsam zu Hause. Ohne dich geb ich einfach nur noch auf. Bin pünktlich! Keiner kann was anderes sagen, ich bin definitiv pünktlich. So. Hola. Wunderschön. Guten Tag. Hola. Warum sagt er jetzt auch Hola? Warum gewöhnen wir uns das alle an? Was ein Scheiß. Wasserkette, ist es Sprachebarriere? Hey Tony. Scheiße, du warst nicht Tony, oder? Jetzt redet er direkt nicht mit mir, Connor. Ah, ist auch egal. Gut. Sorry, ich bin Christopher. So. Ach, verdammt! Entschuldige, ihr seid zu viele zu schnell. Es tut mir leid. Alles gut. Ich gelobe Besserung. Jetzt merke ich es mir auf jeden Fall, weil das war jetzt peinlich. Alles gut. Aber die gleiche Taktik verfolge ich auch. Ich spreche denjenigen erstmal mit irgendeinem Namen, der mir gerade in den Kopf kommt, an. Und genau. Dann so merkt man sich den Namen am besten. Genau, und dann kann man sich zumindest so tun, als hätte man sich Mühe gegeben, ne? Eben, genau. Richtig. Dann so. Ja. So, wollen wir ein Stück beiseite gehen einfach, Connor? Ja, sehr gerne. Die dich auch nicht so lange von deiner Chefarzttätigkeit abhalten. Alles gut. Ich habe heute den Tag komplett für wegen Gericht und tralali tralablub. Ich habe alles gemacht. Tralali tralablub, finde ich gut. Ja. Das so. Ist das übliche Chaos und im die Tag und Nacht und so. Schön. Ja, okay. Du glaubst nicht, was da abgeht manchmal. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Nee, ist besser. Für dich zur Info, du wirst so ungefähr der vierte Zeuge sein, also relativ spät. Ja, du kannst also, keine Ahnung, rechne nicht vor 22 Uhr wahrscheinlich damit. Oh, sehr gut. Dann wären das wir passt. Schon tatsächlich relativ fix durch, wenn wir dich vor 22 Uhr brauchen. Das sogar richtig gut in Kram, weil ich habe 21 Uhr einen Sportkurs. Hm? Den wollte ich gerne wahrnehmen. Ja, geh auf jeden Fall hin, aber guck halt aufs Handy. Handy habe ich die ganze Zeit bei und ich habe Klamotten, Tasche. Genau, nee, also eigentlich müsste es passen. Ne? Ja. Außer wir kommen halt wirklich sehr schnell durch, weil die Gegenseite keine Fragen hat, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich kann mir vieles vorstellen, aber das nicht. Ja, genau. Ich würde dir einfach einmal kurz die Aussage vorlesen, die ich aufgeschrieben habe. Zu dir sind ja insgesamt zwei Aussagen. Ich habe die getrennt voneinander, nämlich einmal die Aussage, die du gemacht hast, ohne deine ärztliche Schweigepflicht quasi zu übertreten. Und dann für den nächsten Tag, als ich dich ja nochmal extra befragt hatte, wo ich dich dann von der ärztlichen Schweigepflicht durch den Richter habe befreien lassen, ja? Genau, richtig. Genau. Die erste Aussage, die ich von dir aufgenommen hatte, direkt an dem Tag. Wir waren auf dem Platz der Party, es sind dann plötzlich einfach nur noch Schüsse gefallen. Keiner hat zuvor etwas gesagt oder angekündigt.
Erst dachte ich, dass es einfach random Schüsse sind, die gingen dann aber gezielt in Richtung der Party. Dann rief nur jemand, die sind auf dem Dach, und dann haben wir versucht, uns in Deckung zu begeben. Als die Schüsse vorbei waren, versorgten wir die Verletzten. McLean lag vor dem Dach unten bewusstlos und ich hatte ihn erst versorgt mit ziviler Hilfe, da ich Angst hatte, dass er mir etwas antun könnte, wenn ich ihn versorge. Kommt das immer noch ungefähr so hin? Das kommt immer noch. Ich sag mal, klar, viele kleine Details, sag ich mal, ne, wie mit den Leuten, die uns da beschützt haben, vor allen Dingen Camila und mich, weil die halt geschaltet haben, dass die uns sehr, sehr schnell brauchen werden. Aber gut, das sind Details. Genau. Und genau. Aber ja, auch so vom Prinzip her nicht. Richtig. Nee, genau. Also vom Ablauf, wenn man ja, Nachfragen also stellt, dann weißt du es ja noch, ist alles gut. Ja. Was da ist halt, dass McLean, den habe ich halt nicht sofort erkannt, als er da unten lag, beziehungsweise selbst, weil er ja da noch eine Maske auf hatte. Okay. Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Wir haben ihn ja dann, ich habe ihn dann erst versorgt und dann im Laufe quasi, als er dann erstmal wieder ansprechbar war, dann daraufhin wurde ihm ja dann die Maske vom Gesicht genommen. Ah, sehr gut, perfekt. Bei dem Moment hatte ich eben noch nicht, wann genau ihm die Maske abgenommen wurde. Sehr gut, perfekt. Das war dort unten, wo wir ihn aufgefunden hatten und dann wurde er halt, dann bin ich weiter nach vorne gelaufen. Hab dann geguckt, um erstmal eine Übersicht zu verschaffen, wie viele Verletzte es jetzt gibt, und dann die zwei, die mir geholfen hatten, ihn in Schach zu halten, hatten ihn dann mitgenommen und dann weiter hinten an der Wand gestellt in diesem Käfig. Okay. Erklärt Anna auch, warum du natürlich direkt zivile Hilfe wolltest bei der Erstversorgung, weil wenn dann natürlich jemand mit Maske liegt, ja, richtig, genau, wahrscheinlich noch mit der Schusswaffe neben sich oder so, dann ist exakt natürlich erstmal die Gefahr so da, dass das derjenige war, der geschossen hat. Okay. Ganz genau. Perfekt, dann passt das alles zusammen, sehr schön. So, dann habe ich noch die Aussage nach Befreiung von deiner ärztlichen Schweigepflicht. Ich bin mit Mr. McLean in das Patientenzimmer und habe ihn gefragt, wo er getroffen wurde. Er sagte am Gesäß und am Arm. Das konnte ich bei der Untersuchung bestätigen. Er hat mich dann gefragt, ob ich getroffen wurde. Das wollte ich ihm so nicht beantworten. Er meinte dann, dass ich zumindest so aussehe. Daraufhin sagte er, es tut mir leid, dass Sie getroffen wurden. Da muss ich in meinen eigenen Reihen schauen. Es war nicht geplant, dass auf Mediziner geschossen wird. Ich sagte ihm, dass er mich auch gar nicht als Mediziner hätte erkennen können, da ich zivil vor Ort war. McLean, da kann man jetzt nichts machen, hätte so trotzdem nicht passieren sollen. Ist aber auch nicht das Klügste, mit Gangstern Party zu machen. Und dann hatte ich noch eine Anmerkung dahinter gemacht, einfach, dass mit Gangstern die Trickster gemeint sind. Das darf ich ja durchaus als Zusammenhang damit hinzufügen. Ja, richtig. Und auf die zielte, so wie ich das im Nachgang ja mitgekriegt habe, diese ganze Aktion auch ab, aufgrund von Streitigkeiten, die dazu vorgelaufen sind. Genau, so erklären wir uns zumindest, warum die überhaupt da waren, ja. Genau. Aber von diesen zwischen 15 und 20 Leuten, die dort Party gemacht haben, waren ja lediglich meines Wissens vier tatsächlich zugehörig zu den Tricksern. Also, ja, ist halt eine schmale Quote oder für... ja, auch 20 Leute schießen, um vier zu treffen, die man eigentlich treffen wollte, ist absolut nicht... Das Perfide, erklärbar, was mir im Nachgang immer noch so, also man macht sich ja Gedanken und ich habe da tatsächlich auch wahrscheinlich ein bisschen länger was von, weil ja gewisse taube Bereiche jetzt in meinem Bein vorhanden sind, aber nichts, was mich einschränkt, nichts, was irgendwie schlecht ist, aber irgendwo Nerven sind da wohl auch mit kaputt gegangen. Ach, scheiße. Aber ich habe mir da noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht und die haben ja, so wie ich mir das von Flavia war das, glaube ich, die hatte, glaube ich, geschildert, dass sie die schon zuvor auf dem Dach hat stehen sehen, unmaskiert. Richtig. Heißt, sie haben ja die Party beobachtet. Das doch hat Mr. McLean mir auch zugegeben, dass er eigentlich nur gucken wollte. Wir wollten also eigentlich nur gucken. Die haben ja wirklich, also die haben ja nicht irgendwie sind da angekommen, haben gesehen, ah, irgendwie das erste weiße Tuch, was sie gesehen haben, jetzt müssen wir Feuer eröffnen. Sondern die haben ja wirklich diese ganze Lage, diese ganze Situation länger beobachtet und konnten sehen, dass da viele Leute nicht dazugehören, wo sie eigentlich... Genau darauf will ich auch hinaus, Connor. Was das Ganze ja noch bewertiger macht. Wir haben das beobachtet, sie haben gesehen, wie viele zivile Leute da waren, die hatten keine Ahnung, ob nicht vielleicht Ärzte etc. darunter sein könnten etc. und haben trotzdem geschossen. Ja. Richtig. Das waren ja sogar welche vom Karnes Gewerbepark, also beziehungsweise Stadtverwaltung da, die hatten ja, gut, ja sogar wo die arbeiten, ist ja auch egal, ne? Es sind ja, einfach Zivilisten, die nichts damit zu tun haben. Genau, aber die hatten, worauf ich hinaus wollte, die hatten ja ihre Umhängemarke Also die waren ja sogar erkennbar als Nicht-Gangmitglied, beziehungsweise als Zivilisten. Ja. Ja. Genau. Worauf wir bei dir halt hinaus wollen, ist halt das, was McLean dir gesagt hat, weil er damit ja zugegeben hat, dass das irgendwie schon so geplant war, aber halt nicht, dass Mediziner getroffen werden. Genau. Der indirekt den Auftrag dafür gegeben hat, beziehungsweise was zu sagen hat. Genau. Darauf wollen wir bei dir auf jeden Fall hinaus. Das heißt, es wird auf dieses Gespräch von McLean hinauslaufen.
Und dass du halt auch bestätigen kannst, dass die ersten Schüsse vom Dach fielen. Darauf, das ist das Einzige, was wir eigentlich beweisen müssen, weil die Kugeln zu einer Waffe passen und deswegen müssen wir eigentlich nur noch beweisen, wer zuerst angefangen hat zu schießen. Mhm. Ja? Das ist sehr eindeutig, das dürfte sich ja auch in allen Zeugenaussagen so decken. Ja. Ja. Dass die Schüsse direkt vom Dach kamen. Absolut richtig. Also das ist auch unten, hatte ja niemand irgendwie eine Waffe draußen. Eben. Und McLean hat auch zugegeben, dass er oben Open Carry gemacht hat und die ganze Zeit mit Waffe auf dem Dach stand, ja. So. Gut, perfekt. Mehr wollen wir eigentlich von dir gar nicht, dass du halt die Sachen sagst, die McLean dir gesagt hat. Mhm. Achso, und du hattest gesagt, also ihr habt da ganz viele Akten, glaube ich, auch nochmal nachgeschrieben, ne, weil es um diese Nebenklage von Porsche geht, dass er für alle... Eine hatte ich gestern nachgeschrieben, der Rest ist alles an dem Abend entstanden. Okay. Dass er alle Verletzten quasi, ne, auf Schadensersatz und so weiter. Genau. Deswegen sind die Akten wichtig und ich wollte dich nochmal fragen, du hattest von zwei Schwerverletzten gesprochen an dem Abend. Eine ich werde ich dich sofort im Kopf, das war Oshi, wird die genannt, das ist eine blauhaarige Dame aus Little Soul unten. Es ist gar nicht so wichtig. Nee, ist nicht so wichtig, sondern ich werde dich im Zeugenstand fragen. Du so als Chefarzt mit deiner Fachkompetenz und so, ne? Du bist ja nicht ohne Grund der Chefarzt geworden im MD. Werde ich dich einschätzen lassen, ob diese zwei Schwerverletzten im Zweifel vor Ort verstorben wären, wenn sie nicht direkt medizinische Hilfe bekommen hätten. Es war ja kompletter Zufall, dass ihr noch da wart, dass überhaupt noch ein Mediziner im quasi anwesend war und überhaupt noch im Dienst um 3 Uhr nachts. Exakt. Also, deshalb, diese Frage werde ich dir stellen und ich möchte ganz gerne, ist es natürlich, ne? Also du darfst natürlich nicht lügen, aber ich möchte ganz gerne, dass du diese Frage mit Ja beantwortest. Da brauche ich nicht lügen. Das ist ganz klar und das brauchen, können wir sogar nicht nur auf die beiden beziehen. Gut. Also du bist auch der Meinung, es hätten noch mehr sterben können, ja? Es hätten durchaus mehr sterben können. Perfekt, vielen Dank, dann werde ich darauf auch eingehen. Allein auch aufgrund der Tatsache geschuldet, sage ich mal, dass die Angreifer ja dann aufgehalten wurden durch Waffengewalt von Zivilisten. Sonst hätten sie weitergemacht, ja. Sonst hätten sie weitergemacht, das wäre eine Menschenjagd oben geworden. Definitiv. Gut, also, perfekt. Aber gut, das ist reine Spekulation, hätte wäre. Das ist Spekulation, aber... ja, aber dass du einschätzen kannst, ob mehrere Menschen dort vor Ort verstorben wären, wenn ihr nicht sofort eingeschritten hättet, das darfst du ja einschätzen als Experte. Ja, also vom Prinzip her kann man sogar trennen. Wir hatten sogar mehrere Schwerverletzte, aber zwei lebensgefährlich Verletzte. Also, lebensgefährlich, so kann man es nennen, aber man kann es so als für die Einfachheit tatsächlich bei den beiden Schwerverletzten machen. Und die beiden wären, wie Camila und ich, nicht sofort da gewesen. Mhm. Und der Rettungswagen hätte erst aus der Stadt da hoch nach Palito und so weiter. Das ist sehr wahrscheinlich, dass sie gestorben wären. Das heißt, das sind die zwei Dinge, die wir von dir wollen. Das, was McLean dir gesagt hat und dass zwei definitiv gestorben wären ohne euch. Ja. Oder zum Beispiel, ich meine, ihr wart ja da, ne? Wenn ihr auch so schwer verletzt gewesen worden seid, ne? Dass ihr nicht hättet helfen können, wären die auch gestorben. Auf jeden Fall, weil auch der Mediziner, der noch im Dienst war, das war kein Arzt. Also das ist halt ein erfahrener Paramedic, aber eben kein Arzt, kein Unfallchirurg etc. Also das die einzigen beiden Unfallchirurgen in dem Sinne, die da im Dienst waren, waren Camila und ich. Gut, perfekt. Mehr wollen wir von dir gar nicht wissen. Und das hört sich ja dann an, als wenn da ein bisschen mehr im Raum steht als eine schwere Körperverletzung. Es wird die versuchte Tötung, ja. Ja, gut. Ja, definitiv. Deswegen brauchen wir diese Aussage von dir, um die versuchte Tötung damit reinzukriegen, ja. Auch richtig so. Was anderes war es nämlich auch nicht. Alles andere würde dem nicht gerecht werden. Ich werde in meinem Plädoyer häufiger das Wort Massaker, Hinrichtung und so weiter verwenden. Keine Sorge. Ja. Also kann da auch gerne nochmal, wenn es hilft, vielleicht da ein Gefühl zu entwickeln, wie das da zum Beispiel in Sandy Shores aussah. Also, auch das erwähne ich tatsächlich. Also ich erwähne das in meinem Eröffnungsplädoyer tatsächlich, wie meine Wahrnehmung war, als ich da ankam. Ich kam ja schon ein Stückchen später. Aber auch da werde ich schon einen kleinen Einblick geben. Wenn du das, kann ich gerne nachfragen, das ist kein Problem. Dass du einfach mal ein bisschen erzählst, also wie du dich gefühlt hast als Arzt und dass ihr euch erstmal gegenseitig überhaupt die Kugeln rausoperieren musstet und so weiter und so fort. Dann durftet ihr ja auch keine starken Schmerzmittel nähen, damit ihr noch bei Verstand seid und so weiter. Das war sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr schlimm. Also das sag das ruhig so. Du kannst auch gerne aussagen, also ich kann auch gerne dir explizite Fragen stellen, auf die du explizit sagst, das kann ich so nicht beantworten, weil mich das. Bist du nicht sogar noch in den Raum gekommen, so als Camila mich gerade da. Ich hab's gesehen, ja. Ich hab's gesehen. Ja. Ja. Wir haben noch diskutiert, also ob wir jetzt irgendwie ein Schmerzmittel nehmen und dann haben wir gesagt, das könnte nicht. Wäre doof. Also, weil wir halt auch schon diverses, also ich wurde halt von den Patienten davor angesprochen, ob Standard ist, dass wir rote Hosen tragen, das würde zu dem grünen Hemd nicht passen. Wow. Und unsere Hosen sind aber normalerweise weiß, also du weißt, worauf er hinaus wollte. Ja, ich weiß, aber vielleicht ein falscher Scherz, aber okay.
Nee, die haben sich tatsächlich mehr oder weniger Sorgen um mich gemacht. Ja, und ich habe das selbst gemerkt. Ich war noch so voller Adrenalin und habe dann nachher gemerkt, wie wirklich ich auch einiges an Blut verloren hatte. Okay, perfekt. Connor, genau das wollen wir auch von dir hören, okay? Hast du einfach so vollgepumpt mit Adrenalin, dass du deine eigene Verletzung gar nicht gemerkt hast und auch im Zweifel jetzt da halt längere Schäden von trägst? Weil es vielleicht auch ein bisschen zu spät tatsächlich operiert wurde und so weiter. Ja. Bei Camilla war das gleiche. Also ich wurde darauf angesprochen, du Connor, guck mal nach Camilla, die sieht gar nicht gut aus und die war halt gerade am Behandeln und war komplett blass. Also die war kreidebleich. Ja. Okay, dann gehen wir Zeitpunkt, darauf auch noch ein. Gesagt haben. Ja. Ich hab das kurz mit auf. So. Also bei dir muss ich McLean. Ich brauch hier noch einen Gürtel kaufen. Schwerverletzte. Ich hab nämlich seinen Gürtel zerbissen, den hat er mir in den Mund gesteckt, jetzt kann wieder die Kugel rausgeholt hat. Ach scheiße. Ich denke, das war so. Also der Abend hätte furchtbar, furchtbar, furchtbar enden können. Einerseits wären die Angreifer nicht aufgehalten worden und andererseits wäre Camilla und mir eventuell mehr passiert, dass wir schwerer verletzt geworden gewesen wären. Oder dann, wenn selbst diese grandiose Zivilcourage oder dass der Zusammenhalt, der dann entstanden ist, dass alle sich da irgendwie Autos organisiert haben und sich dann runter nach Sandy gefahren wurde, weil halt das Sandy gar keine Transportkapazitäten gehabt hätte um diese Zeit. Das zu realisieren. Also wenn diese Punkte nicht so zusammengekommen an den Abend, dann würden wir über durchaus mehr gutes Opfer sprechen. Ja. Tatsächlich. Mein Gott, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Nee, also absolut nicht. Ich versuche den Gedanken auch ganz weit wegzustehen und zu denken, es ist nicht so gekommen. Aber umso wichtiger ist es, dass es in Zukunft halt verhindert wird, ne? Dann hoffen wir, dass der Richter das alles genauso sieht, ne? Ja. Aber wir haben einen guten Richter. Keine Sorge. Darf man fragen, wer? Wie Patrick. Ach, super. Mhm, genau. Ja. Sehr lieber Mensch. Absolut. Und ich glaube, der beste Richter, den wir dafür haben können. Wenn man das so sagen darf. Ja, ich glaube, bei dem Richter ist tatsächlich wichtig, dass er auch so ein bisschen das Emotionale, dass die Gefühle der Menschen nachvollziehen kann, was da den Namen quasi, glaube ich, am schwersten liegt. Gar nicht mal die Verletzung, sondern einfach dieses Trauma durch die entstandene Situation. Ja. Und dieses, wie soll man sagen, dieses nicht fassbar, sage ich mal. Also ich glaube, es ist ein allgemeines TS-Problem, weil in meinem Internet liegt es nicht. Ich weiß nicht, ob er mich auch nur roboterartig hört. Okay. Dann vielen Dank nochmal für deine Zeit, Connor. Ja, sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, einfach auf Abruf bereithalten und bis dahin kannst du machen, was du möchtest, ja? Genau. Wie gesagt, ich werde, denke ich, Sport machen. Perfekt, ich danke dir. 20 Uhr und dann passt das. Wir sehen uns. Super, dann sehen wir uns nachher. Okay. Oh Gott, das sind noch richtig gute Infos, die er uns jetzt gegeben hat. Ja, Mann. Okay, Connors Aussage wird, glaube ich, am längsten. Ich muss die anderen kurz halten, damit wir Connor reden lassen können. Anderen kurze Ja-Nein-Fragen, damit wir Connor reden lassen können. Finde ich gut. Läuft gar keine Musik. Wo sind die jetzt alle? Ich wollte jetzt Security mit zum Wochenmarkt. nehmen. Okay, dann schreibe ich mir kurz nochmal die Fragen auf. Also, Günther Günstig. Wollen wir fragen, wie viele auf dem Dach was trugen? Wo kam Schüsse her? Guck mal, Günther Günstig, müssen wir gar nicht so viel fragen. Das ist eigentlich doof, dass wir den als erstes nehmen. Günter Günstig stand halt weiter weg, deswegen wir betrachten das Ganze erst von weiter weg. Dann kommt Flavia, die direkt vor Calvert stand und ihn erkennen kann. Dann kommt Emma Sinclair, die nochmal bestätigt, wo die ersten Schüsse herkamen. Dann kommt Connor mit seiner absolut großen, grandiosen Aussage. Und als Schluss kommt noch Daniel Martinez.
COCP Zane. Ich habe auch schon gesagt, das ist mein Spitzname. Liv COCP Zane, ja. Wollen das ja bald in COZane P umnennen. COCP. Stimmt, finde ich gut. Die gut Feldpätze, ne? Merk schon, ich habe richtig Einfluss im DOJ. Wenn jetzt das COCP schon umbenannt wird nach mir. Fragen an Daniel sind, was wurde da gesagt? Hatten diese dabei? So, dann haben wir die Fragen. Ich glaube, Günther Günzig hätten wir uns sparen können, ich bin ganz ehrlich. Aber ist egal, jetzt haben wir ihn. Er möchte ja unbedingt aussagen. Also, yes. Gut. Machen wir es kurz bei den anderen. Wir machen es extra möglichst kurz mit würde ich nur Ja-Nein-Fragen, was ich ja das letzte Mal bei Owen bemängelt hatte, dass er immer angefangen hat mit erzählen Sie doch mal. Wir machen Ja-Nein-Fragen bei den anderen, um dann Oakley sprechen zu lassen. Das ist doch ein gutes Ding, oder? Und wir lassen das mit der Nötigung weg. Komplett. Weil es keine Zeugen außer mich dafür gibt. So. Nötigung kommt weg. Da stand nämlich keiner, der das auch gehört hätte. Das ist natürlich aus dem Eröffnungsplädoyer auch noch weg. So. Weil man könnte die anderen fragen, ne? Man könnte die anderen fragen, ob er das gesagt hat. Schaupätze. Man könnte einfach die anderen fragen, ob er das gesagt hat. Wenn sie Nein sagen, nehmen wir den Anklagepunkt raus. Wenn sie Ja sagen, lassen wir ihn drin. Das ist schon alles geändert. Ich lasse es aus dem Öffnungsplädoyer raus. Wir stellen den anderen die Frage, ob sie verboten bekommen haben, von McLean die Aussage zu machen. Wenn die darauf Ja sagen, nehmen wir ins Schlussplädoyer die Nötigung mit auf. Ja, so machen wir das. Machen wir das. Also, Öffnungsplädoyer bleibt draußen. Da wissen wir nichts von der Nötigung. Durch Fragen versuchen wir dann auch noch die Nötigung mit rauszukriegen. Dann muss es im Schlussplädoyer aber wieder mit rein. So. Perfekt. Haben wir. Ich glaube, das haben wir jetzt wunderbar vorbereitet. Ach nee, wir müssen noch zum Wochenmarkt. Mit Günther Günstig sprechen. Stimmt. Dann haben wir alle und dann können wir uns um die anderen Anklagen morgen und übermorgen kümmern. Da muss ja die Anklageschrift auch noch raus. Für morgen kriegen wir hin. Ich glaube, die Verhandlung morgen können wir tatsächlich machen, weil die Akte relativ okay ist vom PD. Die ist eigentlich ganz gut. Da hatte ja Callahan seine Aussage auch noch mit eingetragen. Das müsste passen. Nur die für übermorgen. Ich glaube, das wird nichts. Weil diese Akte einfach kompletter Push ist. Weil ich keine Zeit habe, die Akte schön zu machen, weil ich nur mit Anklagen und Verhandlungen beschäftigt bin. Das ist halt kacke. Rascher Bisi Kacke. So, wir müssen ja nicht immer rasen, ne? Wir können auch mal 80 fahren. So. Ephraimate? Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hm.
läuft halt nichts da. Naja, nix würde ich jetzt nicht sagen. Die Neuen sind wirklich gut mitunter, ne? Also viele der Neuen machen wirklich viel Arbeit, glaube ich. Man muss halt eigentlich nur immer noch mal drüber gucken, ob die Arbeit auch, ne? Jetzt nicht korrekt, sondern halt vollständig ist, würde ich sagen. Also ob die Sachen wie diese Anstiftung, die ich mit Joey da lange besprochen hatte, ob die da selber drauf kommen oder ob die das dann übersehen. Oder ob die Sachen einstellen, die nicht eingestellt werden sollten. Oder. Da muss man halt noch ein bisschen drauf gucken. Aber die Neuen machen so ansonsten, glaube ich, sehr viel und sehr gute Arbeit. So, gerade Bradshaw und so, glaube ich. Und Kurz kann man da eigentlich schon... Wo ist jetzt dieser Wochenmarkt? Die kann man da eigentlich schon fast alleine lassen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ich sollte aber kurz stehen bleiben, weil ich kein Internet mehr habe. Großartig.